Oh Gott, es laggt ein kleines bisschen, aber naja. Wenn es so bei 5 Frames pro Sekunde irgendwo ist, dann werde ich schon ein paar Sachen lesen. Hat ein Hintertürchen gefunden. Nimm nicht das Haupttor. Die Blaupausen zeigen einen Wasserlauf unterhalb des Eingangs. Sieht wie ein möglicher Weg hinein aus. Ein bisschen nass ist besser als tot. Also rein ins Vergnügen. Du musst langsam sein, um den Geräuschpegel niedrig zu halten. Ja, ist Fische, klar. Sei vorsichtig. Dieses Dorf ist ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich in der Botschaft erwartet. Okay, das ist jetzt ein schwieriger Punkt, der erste schwierige Punkt in diesem Spiel. Und zwar sind hier jetzt mehrere Feinde unterwegs. Ich zeig's euch mal schnell. Hier ist einer. Wir dürfen keine erschießen, sonst verlieren wir, weil der Sam dann irgendwie grantig wird oder so. Keine Ahnung, psychische Probleme halt bei ihm. Und da hinten ist auch noch irgendwo einer. Außerdem ist es zusätzlich noch schwierig, weil hier noch ein Typ mit einem Licht rumläuft. Ich würde sagen, dieses Licht, das gehört hier ganz klar weg. Also, weg mit dir! Das Licht ist kaputt. Ja, das sehe ich. Kauf dir ein neues. Bei Amazon kann man die ganz günstig bestellen. Oh Gott, das leckt gerade so sehr. Ich würde sagen, ich lese jetzt ein paar Nachrichten, bevor wir hier uns ins Nasse tümmeln. Oh Gott, da ist jemand mit einem Scheinwerfer. Ich hab's euch gesagt. Okay, ich würde sagen, Lesestunde, solange es leckt. Nein, nicht so. Ich muss mich da erstmal umgewöhnen. Ah, jetzt leckt es auf einmal so sehr extrem. Gut, dass wir jetzt da lesen werden. Ne? Lesen ist gesund. Zumindest für den Geist und so, ne? Daten. Hier, Daten. Geh auf Daten. Gott, das ist der erste Part und es leckt schon. Mein Freund, der Leck gleitet uns in jedem Let's Play. Geh auf Daten. So. Gut, lesen wir einfach mal das hier. Das 11OC. Oder, ne, fangen wir zuerst mit dem... Oder dieses, ja, das ist diese Karte. Fangen wir mit dem... Nicht mit dem. Egal, lesen wir es einfach mal. Okay. Betreff. Akte über DP Brunton. Upload 28.03.2006, 2:09:11. Oh, 1 Frames pro Sekunde. Ach, wie schön, dass ich jetzt gerade lese. Quelle Grimms Tortil. Vollständiger Name Murmot Paul Brunton. Alias Gargoyle. Geburtsjahr? Was ist denn so wichtig? Egal. Geburtsjahr 21.10.63. Hey, 3 Tage vor meinem Geburtstag. Cool. Größe 1,67 Meter. Mann, ist das ein Zwerg. Naja, der wurde wahrscheinlich in der Schule total oft gemobbt. Naja. Gewicht 62 Kilogramm. Alter, der ist leichter als ich. Oh mein Gott. Haar schwarz. Okay. Augen braun. Nationalität US-amerikanisch. Operationsgebiet Washington DC. Verbindungen NSA Südeckelon. So, jetzt gehen wir mal auf die relevanten Dateien. Das leckt jetzt zwar ein bisschen, aber ich kann es trotzdem noch machen. So, relevante Dateien. 3.6.85. Magister in Computer Linguistik an der Universität von Harvard. 22.8.88. Veröffentlichte Magisterarbeit angewandte Kryptographie und die Zukunft des Datenschutzes in der Vierteljahresschrift American Mexican. Okay, total sinnvoll, was hier in diesem Offset draufsteht. Naja. Na, jetzt aber, ihr seht, wie das leckt. Unglaublich. Naja. 12.02.90. Erhielt einen Bell Jones Stipendium für die Entwicklung einer was gruppenstrategischen Positionierungssoftware. 24.08.91. Wie lange geht denn das eigentlich noch? Moment. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Bringen wir es hinter uns. Wo waren wir denn? Bei 81 waren wir, glaube ich, oder? Ne, 90. Hier waren wir genau. Ach, jetzt leckt's nicht mehr. Ach, wie schön. Okay, weiter geht's. So, nehmen wir einen Quicksave und weiter geht's. Jetzt tun wir uns ins kalte Wasser stürmen. Lalalala. Oh Mann, jetzt fängt es wieder zum Laggen an. Ich würde sagen, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, hier bin ich wieder, Pause ist vorbei. Oh Gott.
Jetzt haben die Vögel aufgescheucht. Das fängt schon mal gut an, die nach der Aufnahmepause. Sind da irgendwelche Feinde? Mal das Bild aktivieren, dann sehen wir sie leichter. Keiner zu sehen. Gut, jetzt hoffe ich nur, dass der mit der Leuchte uns jetzt nicht erleuchtet. Wortspiel mit der Leuchten. Oh mein Gott. So, jetzt ab hoch mit diesem... Hoch mit... Nein, nicht das! So, hoch mit dir. Nein! Okay, das geht nicht. So, hier geht's weiter. Die Situation verschlechtert sich in der Botschaft. Es scheint, als würden sie die Geiseln töten. Oh, das ist schlecht. Hier steht ein Mann im Weg, Lambert. Wie flexibel ist der Befehl, nicht zu töten? Unverrückbar. Wir möchten, dass du einen neuen Freund gewinnst. Guten Tag. Scheint einer von Sardonus' Offizieren zu sein. Stell ihm ein paar Fragen und finde heraus, was er über Sardonus' Verteidigungsvorkehrungen weiß. Na gut. Das von uns gefilterte Gespräch hört sich übel an, aber nichts Konkretes. Details auf deinem Offset. Ich will Informationen. Ich spreche Ihre Sprache nicht. Ich wette deinen Hals, dass du es tust. Ein wenig kann ich. Gut zu hören. Ich möchte mich drin mit deinen Freunden treffen. Muss ich mir irgendwelche Sorgen machen? Sie sind bewaffnet. Ich bin schockiert. Was sonst? Meine Leute haben die Minen auf dem Weg nach draußen gelegt. Wir mussten ihn das Dorf verteidigen. Wen eskortieren? Niemanden. Wen eskortieren? Niemanden. Ich habe mich vertan. Du hast noch eine Chance. Ich kenne seinen Namen nicht. Für Sardono ist er von Bedeutung. Er hat einen amerikanischen Akzent und ein falsches Bein. Ein Kahlkopf mit stechenden Augen. Ein falsches Bein? Ja, töten Sie mich, wenn Sie wollen. Aber mehr weiß ich nicht. Töten Sie mich, wenn Sie wollen. Aber mehr weiß ich nicht. Scheiß Suizid, Gefährdeter, den töte ich. Gerade aus Fleiß ist nicht. So, lag dich hier mal schlafen, ne? Bist du da? Hast du Feuer? Sind noch welche? Scheiße, Tipp benutzen. Ach so, ja, kennen wir schon. Kennen wir schon. Weg damit. So. Das sind welche? Wir müssen jetzt an denen vorbeikommen. Ich könnte mir auch einen krallen, wenn ich gut bin, aber mal schauen. Ich probiere es mal. Erstmal muss der selber hier an der Wand weg. Oh Gott, das steht da am Fass, das ist schwierig. Nutzen wir mal das neue Feature von Splinter Cell Pandora Tomorrow. Komm her! Nein, nicht hier! Nicht hier! Wobei! Nein, nicht Tipp verwenden! Geh weg! Ich! Nein! Hab dich! Oh, das haben wir doch jetzt meisterhaft gelöst, oder Leute? Ich liebe dieses Pfeifen, das ist echt eine geile Idee. So. Ist da noch jemand? Sein Kumpel vielleicht? Oh Gott! Was macht denn der? Schaut der Fernsehen? Hallo? Zurück an die Arbeit? Fernsehen schauen kannst du später noch? Egal. Hier geht's weiter. Nach oben. So, Quick Save. Und nächster Abschnitt, hoffe ich zumindest. Jawohl, nächster Abschnitt ist hier. So, wo sind wir denn jetzt? Meine Geiselnahme. Indonesische ich glaube, ich mache wieder einen normalen Safe. Aber um die Geiseln kümmert sich jemand anders. Du bist hier, um Informationen zu besorgen. Vor allem von Douglas Shetland. Aber jetzt auf diesen Dialog. Shetland ist dein erstes Ziel. Wir müssen wissen, wie viele Daten verloren gegangen sind. Okay, jetzt mache ich einen Safe, weil dieser Punkt ist ein bisschen schwierig. 1, 2. Ach scheiße, jetzt wollte ich 0, 1, 2. Ach, ist nicht so wichtig. Und schön. Was sollte das, Fischer? Still, Fischer. Schöne Aussicht. Okay, ich lad's besser. Sicher. Aber um die Geiseln kümmert sich jemand anders. Du bist hier, um Informationen zu besorgen. Vor allem von Douglas Shetland. Aber ich find's geil, wie der Lambert immer so rum. Wer sollte das, Fischer? Wir müssen wissen, wie viele richtig Daten lustig. Verloren gegangen aber das werden, wir jetzt schon einige Male jetzt miterleben. Vor allem, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumspiele.
und nämlich jetzt beispielsweise sowas mache. Verdammt, Fischer! Es sollte kein... Okay, jetzt ganz leise. Pfeifen? Was in Gottes Namen? Verdammt, das wollte ich gar nicht. Was sollte das, Fischer? Entschuldigung. Oh, jetzt werden viele Leute sterben. Danke, Sam. Du bist echt ein wahrer Held. Still, Fischer. Kein Mucks. So, Bradis Adorno ist genau über dir. Wenn er dich sieht, ist die Mission gescheitert. Ja, ist schon klar. Aber warum ich? Ich habe nichts gesehen. Hast du denn etwas gehört? Nein, nur Pandora Tomorrow. Der Rest war unverständlich. Aha. Ich habe nichts davon verstanden. Zeig mir deine Fesseln. Ich... Danke. Vielen Dank. Oh. Das ist übrigens der Typ, den wir im Intro gesehen haben. Wurde Shetland von dir... Was sollte das, Fischer? So einfach ist das nicht. So können wir nicht arbeiten. Die Mission ist beendet. Verdammt. Warum kann ich jetzt nicht laden? Hallo, laden den Scheiß. Ah. Okay, nochmal. Wurde Shetland von den anderen getrennt untergebracht? Absolut. Also zwei geht Kim jetzt nicht. Nur, ich glaube, ich warte, bis sie ihren Dialog beendet haben. Vielleicht geht ihr dann was. Wir sollten ihm die Finger brechen, damit er redet. Ja, vielleicht. Aber mach das leise und langsam. Jetzt kann ich riskieren. Eins, zwei. Nein, jetzt nicht mehr. Geh weg. Geh weg. Ja, genau. Geh zu deinem Kollegen und schau mit ihm durchs Fernrohr. So, jetzt. Töten Sie mich nicht. War das gerade? Egal, nicht so wichtig. Hoffe ich zumindest. So. Oh Gott. Herausklettern. Heiße Sache jetzt, was? So, Sam. Mal Lust auf ein kleines Lagerfeuer? Setz euch ans Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Okay, okay. Genug herumgearbeitet. Ihr wollt es ja richtig sehen, ne? Deswegen seid ihr doch hier, oder? So. Ach, hier geht's dann. Sprich, verflucht nochmal. Wo ist es? Es muss nur schnell sein. Ich soll dich am Leben halten, aber ich muss es dir nicht bequem machen. Okay, dann mach ich es dir bequem. Ne? So, was mache ich denn mit dir? Ich kann dich aus dem Balkon runterschmeißen. Oder machen wir es gleich ins Feuer. Das ist der schönste Tod. Eine Brandbestattung. Aber es geht leider nicht in diesem Spiel, also hast du noch Glück gehabt. Na, Tasche? Gib mir deine Tasche. Ich bin ein Bankräuber. Nee, Quatsch, ich bin ein Räuber. Ich überfalle alte Omas und raube ihnen ihre Taschen. Oh, wir haben schon Munition maximal, okay, deswegen geht's jetzt nicht. Was, wir haben gar nicht geschossen? What the fuck? Wir haben gar nicht geschossen. Also wenn ich mich am ersten Splinter-Cell-Teil erinnere, da haben wir ja nur noch geschossen. Douglas, so lange ist's her. Fischer? Mein Gott, du wirst alt. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wo bleibt die Kavallerie? Ich arbeite allein. Bin schon lange nicht mehr bei der Navy. Bei welchem Verein arbeitest du jetzt? Ich bin hier zur Schadensbegrenzung. Soll dein Computer zerstören? Danken wir Gott oder der CIA? Spekuliere ruhig weiter. Ich habe versucht, ihn zu zerstören, aber wer weiß, wie viele Daten sie runterziehen konnten. Ich war weltweit als Sicherheitsberater tätig. Für wen arbeitest du? Delta? Frag nicht mehr. Du erfährst es doch nicht. Vielleicht hast du hierfür Verwendung. Ein Speicherstick. Hab ihn von dem toten Guerillakämpfer. Danke. Wie hast du ihn vor der Wache versteckt? Wasch dir bitte die Hände, wenn du ihn benutzt hast. Oh, cooles Handy. Sony Ericsson, total modern. 2006, ja gut. Er war PGP verschlüsselt, kein Problem. Soweit so gut. Leider ist der Textkörper unverständlich. Brandon hält es für einen indonesischen Dialekt. Wir suchen nach einem Übersetzer. Dafür haben wir das Pseudonym des Absenders.